Der Gangsterboss Jabba the Hutt hält auf Tatooine die Fäden fest in der Hand. Nichts Relevantes geschieht, ohne dass Jabba davon weiß. Doch mit was für Geschäften verdient der Hutte so seine Credits? Und wie waren eigentlich seine Beziehungen zu den Bewohnern des Planeten, wie den Jawas oder den einheimischen Taskenräubern? Die Antworten gibt es alle jetzt im Video und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wir befinden uns auf Cantobite, welches auf dem Planeten Katonika liegt. Dort wird den Casino-Besuchern von einem Druiden der neueste Schrei präsentiert, der sogenannte Taskenwind, welcher ein Drink ist, welcher den Reichen hier gut und gerne 10.000 Credits wert ist, was ein Rodianer und ein Mensch, die das Ganze beobachten, nicht so ganz verstehen können. Die Reichen werden sofort, nachdem sie den Taskenwind getrunken haben, stark besoffen. Sie wollen mehr, doch es gibt kein Taskenwind mehr, da der Vorrat alle ist und es nur einen Lieferanten gibt, welcher auf Tatooine lebt. Wir wechseln das Geschehen und gehen zu Jabbas Palast, eben auf Tatooine. Dort beschweren sich einige Tasken bei Jabba, dass ihre Grenzen von Imperialen oder Jawas nicht mehr respektiert werden und diese ihre heiligen Stätten plündern. Jabba fragt, was ihn denn das kümmern sollte, da er keine Verkehrspolizei ist. Die Tasken antworten, wie der Protokolldruide übersetzt, dass ohne Jabbas Zustimmung auf dieser Welt hier gar nichts passiert und wenn Jabba die Plünderer nicht aufhält, wird er den Preis dafür zahlen müssen. Jabba erkennt diese Drohung, aber ist nachsichtig und verspricht, während Boba Fett neben ihm mit seiner Waffe post, dass die Tasken nun nicht mehr gestört werden. Danach kommen der Mensch und der Rodianer, die den Hype um den Taskenwind auf Cantobite mitbekommen haben, an die Reihe und fragen Jabba, ob sie bei ihm Taskenwind erwerben können. Jabba lacht und hebt eine Kanne mit Taskenwind hoch. Die beiden fragen ihn nach dem Preis, aber Jabba kippt den Taskenwind nur in sich rein. Dann stellt er klar, dass er nicht mehr Taskenwind für die beiden hat und dass diese auch besser nicht auf diesem Planeten danach suchen sollten, wenn ihre Köpfe auf ihren Schultern bleiben sollen. Die beiden fragen wieso und Bib Fortuna erklärt, während er beide hinaus begleitet, dass der Taskenwind den Tasken wirklich heilig ist und sie ihn nicht verkaufen. Und sollten die beiden ihn stehlen, kann das zum Krieg führen. Jabba stellt nochmal klar, dass wenn einer von ihnen oder ihren Freunden die Tasken überfallen will und das vor allem während ihrer Nachtgebete am höchsten Mond der großen Düne, um an den Heiligen Wein zu kommen, dann wird diese Person sterben. Die beiden gehen in die Kantine nach Mos Eisley, um ihr weiteres Vorgehen zu besprechen. Sie sind sich nicht so ganz sicher, wie sie jetzt weitermachen wollen, da sie den Taskenwind schon ganz gerne hätten, um dadurch reich zu werden. So meint der Mensch, dass Jabba dumm war und ihnen genau gesagt hat, wo sie suchen müssen, nämlich an der großen Düne während der Nachtgebete am hohen Mond. Und zudem ist der Preis für den Wüstenwirt inzwischen von 10.000 auf 12.000 gestiegen. Es würde sich also lohnen und sie hätten ausgesorgt. Ein Jabba hat ihre Unterhaltung mitgehört und rennt sofort zu seinen Jabba-Freunden in die Wüste und zeigt ihnen, wie viel wert der Taskenwind inzwischen ist. Diese werden dabei wiederum von einem Spionagedruiden eines imperialen Offiziers beobachtet, der so ebenfalls von dem Ort, wo man den teuren Taskenwind findet, erfährt. Da der Offizier scheinbar Schulden bei jemandem hat, könnte er diese mit dem Taskenwind zurückzahlen. So befinden wir uns dann in der Nacht in einem Taskenlager und sehen, wie diese den Taskenwind brauen. Der Rodianer und der Mensch klettern derweil die große Düne herauf, müssen aber feststellen, dass hier genau gar nichts ist, was sie stehlen können. Plötzlich werden sie von den Jawas überrascht, die mit alten Kampfdruiden als Begleitschutz ebenfalls gekommen sind und schließlich taucht auch der imperiale Offizier mit seinen Sturmtruppen auf. Alle drei Parteien sind kurz davor, sich anzugreifen, als der Rodianer bemerkt, dass, wenn sie alle wegen derselben Sache hier sind und diese eben nicht hier ist, es sich um eine Falle handeln könnte. Und in diesem Moment eröffnet Boba Fett, der sich in der Nähe mit seinem Blaster niedergelassen hat, in aller Ruhe das Feuer. Der Offizier geht als erster zu Boden und die Tasken beobachten das Feuerspektakel von ihrem Lager am Fuße der großen Düne aus. In den Morgenstunden kommen sie dann mit ihren Bantas und den Bergen an leichten der von Boba getöteten, was vor allem Sturmtruppen sind, und sie dringen trotz Bib Fortunas Protest in Jabbas Palast ein und Bib ruft gerade die Gamorianer Wachen, als Jabba ihm befiehlt, die Tasken durchzulassen und diese schenken ihnen eine große Menge Taskenwind als Dank für den Schutz ihres Gebietes. Jabba sichert zu, während Boba hinter ihm steht, dass ihre Gebiete auch in Zukunft sicher vor Jawas, Imperialen oder wem auch sonst sein würden. Dann kommt Bib Fortuna, welcher Jabba mitteilt, dass ein Kartell auf Coruscant einen Weg gefunden hat, den Taskenwind nachzumachen und deswegen ist dessen Wert inzwischen in den Keller gegangen. Laut Bib Fortuna ist er jetzt wertlos, doch Jabba sieht das anders. Dann äxt er den Taskenwind, dem ihn die Tasken gegeben haben, weg und meint, dass dieser unbezahlbar war und mit den jubelnden Tasken endet der Comic. Ja,
Das hier war mal ein interessanter Comic, welcher gezeigt hat, was Jabba so auf Tatooine trieb und wie er mit den einheimischen Tasken zusammenarbeitete. Und ich muss sagen, mal zu sehen, wie die Beziehungen auf Tatooine so sind, hat mir wirklich gut gefallen. Und damit kommen wir zum Ende dieses Videos, was euch hoffentlich ebenfalls einigermaßen gefallen hat. Wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin sage ich ciao und möge die Macht mit euch sein.